Hey ho Leute und herzlich willkommen hier bei Fett Spielen. Ich bin der Micha und heute haben wir beim Let's Flash das Flash Game Band of Heroes und das möchte ich euch mal näher bringen. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal ein New Game. Ich spiele es mit der Maus, man kann es auch mit der Tastatur spielen. Könnt ihr ja selbst testen. Rechts ist ein Button, da könnt ihr sofort loslegen. Und ich klicke mal auf New Game und wir schauen uns mal dieses Video hier an. Haha, at last I'm in the King's Treasury. Also er ist jetzt im Schatzkammer des Königs. Und hier ist der verwunschene Schatz, das Herz von Argoth. Und da wird er verprügelt. Und die Diebe haben es gediebt. Also gestohlen. Und er hat sich da wieder frei kämpfen können, frei machen können. Und aber das Herz ist weg und die Wachen denken natürlich, er war's. Und this fool, also dieser verderbte Dieb hat das Herz gestohlen, das Herz von Argoth. Wachen, fangt ihn. Madame, das ist ein Fehler. Ich weiß nicht. So, und los geht's mit dem Flash Game, direkt Mission 1 hier. Wir müssen jetzt halt die Gegner hier alle abschießen, soweit es geht. Immer versuchen, so viel wie möglich von ihnen zu kriegen, wie es geht. Denn das gibt Geld. Und nicht nur Geld. Manchmal gibt es auch noch ein paar andere Sachen, aber die habe ich bisher noch nicht bekommen jetzt hier. Aber da vorne ist eine Schatzkiste. Und da drin ist eigentlich immer dasselbe. Ein Upgrade, wie die Waffe. Und wie man gesehen hat, habe ich gerade auch rechts die Leiste benutzt, die da zu sehen war. Das ist so die Spezialattacke. Die hat jeder Charakter. Also ist natürlich bei jedem Charakter ein bisschen anders. Aber jeder Charakter hat so eine Spezialattacke. Und da hat man gesehen, Diamant bringt ein bisschen mehr Geld. Und die Spezialattacke bei diesem Charakter ist natürlich mit dem Schwert zuhauen. Wie soll es auch anders sein? So, jetzt haben wir hier nochmal unsere Waffe geupgradet. Und jetzt schieße ich hier schon drei so eine Pfeile. Also natürlich schon sehr hilfreich. Das erleichtert mir die Arbeit auf jeden Fall sehr. Oh, und da vorne ist so ein Turm. Zack, den hauen wir einfach um. So, der Turm ist kaputt. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie durchkommen und nicht das Geld vergessen. Das brauche ich. Oh, und das nehmen wir natürlich mit. Jetzt sind wir noch stärker. Und wie man sieht, oh, jetzt haben wir die Maximalstufe der Waffe erreicht. Und das sind dann so 5 Geschosse. Das ist natürlich schon ganz schön. Damit füllen wir schon fast den ganzen Bildschirm aus. Aber das ist doch schon mal schön. So, zack. Und jetzt gibt es da drinnen nur noch Edelsteine. Was heißt nur noch? Da drinnen gibt es jetzt Edelsteine und die sind natürlich wichtig für Geld. Und was man mit dem Geld macht, zeige ich euch gleich noch. Jedenfalls hoffe ich das. Wenn ich hier nicht sterbe. Aber das sieht bisher ja ganz gut aus. Ich denke mal, das sollten wir schaffen hier. Na los. So. Zack, ist der auch weg, der Turm. Und dann können wir da auch durch. Die Laser tun natürlich weh, deswegen sollte man da nicht reinlaufen. So, wenn ich hier stehe, treffe ich die Türme. Beide. Das war gut. Gleich noch einen Diamanten eingesackt dafür. Das ist perfekt hier. Wie man unten sehen kann, ist da auch so eine kleine Karte. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Zack, da auch noch ein Diamant. So, der Turm da muss weg. Ich hoffe, das macht ihr auch gleich. Na also. So. Zack. Haben wir da aufgeräumt. Ja, wie man gesagt, das spiele ich mit der Maus gerade. Und wenn man es mit der Maus spielt, muss man einfach nur einmal klicken. Und dann macht man da diese Slashing-Attacke. Das ist ganz toll. Oh, und jetzt geht's los. Zwischensequenz. Hier seid ihr also. Gebt mir den Edelstein zurück. Und da ist die Wache. Haltet ein! Im Namen des Königs und der Gerechtigkeit, wenn jemand einen Finger bewegt, werde ich ihn mit meinen Armbrustbolzen durchlöchern. Madam, ich bin sehr glücklich, dass ihr mir in dieser Situation beisteht. Aber scheinbar tut sie das nicht. Sei ruhig, du, ja, Idiot. Ich stech dir durch deinen Hals. Ui, die ist aber böse. Ah, so sollte man nicht sein. Und wer ist das denn jetzt? Ihr wertlosen Menschen. Ihr verdient diesen Schatz gar nicht.
Ihr könnt nicht mal seinen Wert einschätzen. Also seinen unmessbaren Wert einschätzen. Oh, und jetzt hat sie uns irgendwas getan. Sie hat uns an eine Höhle geschickt. Was? Wo sind wir? Das ist ein wirklich interessanter Ort. Red Weird Wastelands heißt der Ort. Oh mein Gott. Es ist sehr schwer hierher zu kommen und fast unmöglich, hier wieder rauszukommen. Aber was meinst du? Kein Ausgang? Nirgendwo? Ah, da schüttelt er mit dem Kopf. Ich habe noch nie von einem Ausgang gehört. Aber wir sollten zusammenbleiben und weitergehen. Na dann, das ist doch mal ein guter Rat. So, hier kommt jetzt die Auswertung. So. Was haben wir denn erreicht? Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht. Da 99% Enemies defeated. Ja, das ist doch schon mal gut. Fast 2000 Gold eingesammelt. Das lässt sich sehen. So, Heroes. Wir haben jetzt einen zweiten Hero und hier können wir jetzt unser Geld ausgeben. Ich werde einfach mal, ja, noch kurz die nächste Mission anspielen. Dafür werde ich jetzt sie hier ein bisschen hochbringen. Zack, haben wir das auf Max. Und ja, komm, ihr Leben kommt auch noch ein bisschen hoch. So, dann werde ich sie auch zum Anführer machen. Wie mache ich das denn? Change Team Leader. So macht man das. Gut. So, jetzt habe ich sie zum Anführer gemacht. Und wie man sieht, kriegt man hier immer weitere Charaktere. So, das war das Einkaufen. Und dann schauen wir nochmal kurz in die nächste Mission hinein. Oh, hier gibt es Geister. Das ist natürlich nicht so schön. Aber die können wir auch verletzen. Also, alles nicht so schlimm. So, und jetzt zeige ich euch gleich nochmal, wenn ein bisschen mehr los ist, ihr besonderen Schuss. Und wie man sieht, powert man nicht die Tuse auf. Also hier die Frau mit den Upgrades, mit den roten Upgrades wohlgemerkt. So, das war ihr Special. Sondern den Typen da hinten dran. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber er wird mit den roten Upgrades versteckt und sie mit den grünen. So, das war übrigens gerade der super Power-Schuss hier. Da habe ich nochmal gezeigt, ging aber voll daneben. Aber nicht so schlimm. Da haben wir hier schon ganz gut vorgesorgt. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht zerquetscht wird. Das ist natürlich mittlerweile schon ziemlich viel, auf was man achten muss. Aber alles nicht so schlimm. So, und da sind nächsten Gegner. Den wollte sie irgendwie nicht abschießen. Auch nicht so schlimm. So, den haben wir auch besiegt. Aber ich mache hier Ende.